Guten Morgen, ihr kleinen Georgis, und willkommen zu einem neuen Video. Hallo, entschuldigen Sie, Georgi, warum filmst du meine Karre? Bist du verrückt? Du musst gleich zur Polizei. Hast du ja eine Drehgenehmigung. 50% Einnahmen gehen an dieses Auto, ja? Also ich habe heute einen Termin bei LB Garage zum Reifen wechseln, aber der ist schon wieder unpünktlich. Bis der jetzt 11 Uhr war ausgemacht, jetzt ist 11:01 Uhr, kein richtiger Allmann, ja? Test, du filmst, oder? Ich mache jetzt auf. Ja, jetzt schon. Okay, alles klar. Ah, grüß Gott, hallo, servus, hi, grüß dir. Kommen Sie rein? Ja, ich bin schon drin mit einem Bein. Springt der jetzt an, bist du dir sicher? Ach, das wäre jetzt peinlich. Also man legt jetzt keine Hand auf ins Feuer. Das man legt allgemein keine Hand ins Feuer, weil dann verbrennt man sich. Ja, das ist richtig. Das ist so Vogelkacke auf dem Felgen vor allem. Hab's doch gesagt. Bist du Professionale, oder? Ich bin Movie Maker. Windows Movie Maker. Windows Movie Maker. Okay, Bratanskis Klartext, wir sind hier bei LB Garage. Wofür steht eigentlich LB? Luderbumsen. Luderbumsen, ja. Luderbumsen Garage. Lauchbude. Lauchbude. Ja, da kann man sich entscheiden, was es ist. Also okay. Sehr variabel. Sie sind sich nicht einig. Was wir hier machen, ich weiß auch nicht, so tun, als wüssten wir, was wir tun vielleicht. Du fährst nachher noch auf die Schienen, hast du gesagt. Ja, ich mache heute noch den Train. Train. Die Schienen da unten, da muss der Benz nachher auf jeden Fall noch drauf. Ja, der Golf, der da in der Garage drin steht, der kriegt neue Innenausstattung heute. Und ich habe gedacht, hey komm, fährst einfach mal zum Marvin runter. Drehen wir zusammen ein Video, mal sich kennenlernen und so. Weißt, 2 Stunden Fahrt ist schon okay. Und jetzt gucken wir mal, was der Tag so bringt. So, ich muss dem Marvin jetzt aber noch was geben. Ich habe dir noch ein kleines Gastgeschenk mitgebracht. Ey, die Verpackung kenne ich irgendwoher. Kann Lüge. Es sein, dass das von deiner die habe ich selber gemacht. Ja, genau. Geil. Endlich eine Sonnenbrille, Mann, ey. Weißt du, sowas wollte ich schon lang. Das ist eigentlich dafür, dass du deine Schnauze hältst. Nee, ich war mir nicht sicher, vielleicht hast du ja Mundgeruch oder so und dann habe ich gedacht. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Und, geht's? Ist okay. Jetzt geht's wieder. Ach so, fast vergessen. Viel Vergnügen mit deinem Geschenk. Danke. Wir haben jetzt ein bisschen Golf rumgeschraubt hier. Muss hier durch schnell. Ich bin wie Gefängnis, überall Pfosten, weißt. Schaut okay aus, ist wieder sauber und jetzt kriegt er irgendwie neue Innenausstattung, oder? Nee, fährt so mit Bierkisten. Mit Bierkiste? Ja. Okay, Bierkistenantrieb, Leopardenmuster finde ich gut. Könnte man eigentlich komplett einen Benz so folieren, oder? Alter, ich wäre sofort dabei. Ich auch. Irgendwas müssen wir in deinem Benz halt noch machen. Wir finden schon irgendwas, wo wir man den Benz hinspaxen. Wir suchen nachher in meinen Regalen irgendein Tuningteil und das verbauen wir dann noch. Aber dass du ein Andenken hast. Ich habe von dir so ein schönes Geschenk bekommen. Irgendwas kriegst du noch. Wir haben irgend so ein geschütztes Lenkrad-Spax mal rein. Oder auf mein Lenkrad drauf. Doppellenkrad. Für mehr Lenkwinkel, weißt du? Jedenfalls müssen wir jetzt probieren, ob wir hier auf den Schienen zum Fahren kommen. Das ist essentiell. Ohne kann ich nicht nach Hause. Also ich überbrücke mal schnell Auto, wie immer. Und dann probieren wir das da vorne einfach drauf zu fahren. So Leute, ja, ich übernehme jetzt den Kanal, endlich mal ordentlicher Content für euch. Tess versucht jetzt sein Auto kaputt zu machen hier und ich werde das natürlich filmen, denn das gehört hier dazu. Ne? Wenn du bei Big Oil spielst, machst du erstmal Auto kaputt. Das machen wir gern hier. Ja, der ist unkaputtbar. Ach so, ist Panzer. Ist Panzer. Ja, wieso habe ich das Gefühl, dass es gleich unglaublich schief geht hier? Ja, stopp! Ja? Fahr ein bisschen weiter von dir aus, links. Links, links, links. Und jetzt gerade. Ja. Ja, ein bisschen weiter zu dir noch. Ja. Jetzt gerade, 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 gerade. Ja. Alter, es geht halt wirklich, ne? Was? Ah, weiter links. Meins oder meins? Dein links. Ja, genau so, jetzt mal weiterfahren. Stehst halt wirklich komplett auf den Schienen, ne? Ey, ich schwöre euch, ich bin seit über einem Jahr in der Halle und wir wollten das schon immer mal machen, aber wir haben es noch nie gemacht. Er ist 10 Minuten da und schon steht er auf den Schienen. Das ist jetzt ein entscheidender Vorteil, den normale Züge nicht haben.
kann einfach einschlagen. Scheiße. Oh. Ist okay. Danke. Ah, schau einer an, da hinten fährt der Kollege. Grüß dir. Hey, wie sackhoch ist eigentlich dein Auto? Also, ich meine, das muss schon eine andere Liga sein, dass du da drüber kommst, um zu schleifen. Du bist einfach drüber gefahren, wie wenn es ja nichts wäre. Auf einer Skala von 1 bis hoch bin ich eine 10. Schaffnerarbeiten für heute erledigt. Jetzt machen wir noch eine kurze Pause und gehen was essen. Ich muss gerade nur noch kurz auf den Marvin warten, weil der muss noch ordentlich Graffiti-Action auf meinen Benz hauen. Was hast du für eine geile Farbe rausgesucht? Chromoptik, da steht Tuning drauf, das passt zu deinem Auto. Steht da wirklich? Wo machen wir es hin? Auf die Felge, dass sich's dreht? Ne, mach doch hier fett so nebst dem Tankdeckel. Okay, okay. Mal gucken, ob der noch fliegt. Soll ich halten? Oh ja. Oh ja, die ist schon ein bisschen müde, die Dose. Damn! Ist okay. 10 PS, mindestens. Minimum. So, werte Herr, möchten Sie einsteigen? Öffne Ihnen die Tür, damit Sie außen rumlaufen müssen. Ja, klar, du weißt. Wunderschön. Ja, ich habe dir Platz gemacht. Geil. Aber ich brauche noch eine Sekunde, ich muss noch kurz überbrücken. Ich habe hier noch selbst gekauften Kuchen für euch. Oh, geil, ey, danke. Zum Latte Macchiato dazu. Gut, ich bin jetzt auf jeden Fall satt. Ich hoffe, ihr auch, Jungs und Mädels. Und dann können wir wieder weitermachen. Wie der Marvin die Fahrt in meinem extravaganten Luxusliner fand, könnt ihr auf seinem Kanal nachschauen. Weil ich habe das nicht mitgefilmt, weil ich bin ja gefahren. Und da darf man nicht andere Sachen in der Hand haben, weißt du? Immer Safety first. Und danach Kuchen. Hier wird jetzt noch professionelle Leopardenmuster hinten am Rückband gemacht, damit es passt mit Kofferraum hier. Wo hast du gefangen den? Wo hast du geschossen? Aral. Aral? Aral. Ah, ist das Aralopard? Aral. Auf jeden Fall, Marvins Video kommt 5 Tage nach meinem. Ich lade es Sonntag hoch. Donnerstag sind es 5? Das müssten 4. Warte, Mathematik. Jetzt tun wir auf jeden Fall erstmal den Karren wieder ein bisschen zusammenschustern mit neuer Innenausstattung hier. Now lay me down to sleep, I pray the Lord that I wake again. I pray the Lord that I. Now lay me down to sleep, I pray the Lord that I wake again. Tess geht nicht nach Hause, ohne dass wir seine Karre noch ein bisschen aufmotzen, so im RB-Style. Wir haben hier einen wunderschönen Flaschenöffner noch gefunden. Das ist Chrom. Chrom. Wie das Chrom-Spray von unserem RB. Das ist zum LB passt. Genau, und deswegen spackst du mir jetzt noch irgendwo an die Karre ran. Und dann hast du mindestens, auch mit dem Sticker zusammen, würde ich mal 8 PS, müssen wir auf dem Leistungsprüfstand da hängen, aber ich sag mal 8 mindestens. Das bedeutet, wenn irgendein LB-Garage-Abonnent zukünftig mein Auto auf der Straße sieht und gerade einen Flaschenöffner braucht, this is the Flaschenöffner you want to use. To open your bottle. Ja, so mittig übers Benz-Zeichen oder so? Oder was? Da musst du aber die Flasche so offen, dann läuft es da raus. Ja, das ist blöd. Schon so, Mann. Ein Tankdeckel. Sieht halt auch nice aus. Ja, dann könnte ich den auch einfacher aufmachen, statt immer hier weil so rein zu kannst du nicht nur ihn tanken, sondern dich auch tanken. Warte, ich muss gucken, wie lang ist die Schraube? Oh, das wird eng. Die flex ich dir dann ab da unten. Ah, okay. Nee, ich habe keine Akkuflex. Oder? Oder hier ein Seitenteil. Nein. Löcher bohren. Mutter, Gegenhalter? Ah, das wird so professionell. Ja, übertreib nicht. Du musst Bauerntuning machen. Das ist ein Bauernauto. Wie lang? Das ist nicht gerade, Chris. Wir haben nur eine Chance. Nicht verkacken, wir werden gefilmt. Soll ich einen Meter holen? Nee, ist okay. Ich vertraue dir. Ich sehe, die Schraube steckt gleich in meinem Tankdeckel. Also der vom. Oh shit. Oh. Oh nein! Was? Zwei Schrauben gleich? Das muss er halten! Boah, Tuning! Der Lack ist so dick, ey, Alter. Ja, das Hammerrit ist hart. Oh! Alter, ey. Hast du was da, wo wir aufmachen können? Den müssen wir jetzt schon einweihen. So, jetzt, wo hier offiziell Tuning betrieben wurde. Siehst du? Wunderschön.
müssen wir natürlich testen, ob das auch funktioniert. Feinstes Tonic Water ohne Gin heute, denn es ist noch viel zu früh für Alkohol. Das lädt gleich alles aus. Rein in die Olga. Schmeckt besser wie mit einem normalen Flaschenöffner. Schmeckt mega, Alter. Hat einen Touch von Mercedes. Also jeder, der dieses Auto jetzt irgendwo sieht, kauft euch eine Flasche irgendwo, macht sie auf und einmal so ein bisschen drüber kippen, damit er weiß, ihr wart da. Das ist da, er kommt zurück und sagt, hey super, war schon wieder jemand da. Das ist jetzt der LB-Öffner hier. Ja, mindestens. Aber wir müssen die Schrauben noch schnell ein bisschen abzwecken. Weil Sicherheit geht vor. Genau. Wieder eine Funktion an meinem Fahrzeug für den öffentlichen Dienst. Wolverine. Hast du da ein Problem mit deinem Handschuh? Ich glaub schon. Ich glaub, den Schnitt ganz dicht, ey. So, mein liebe Fratellos, der Zeiger zeigt inzwischen kurz nach 5:30. Draußen ist stockduster. Marvin muss hart zum Kacken und deswegen fahr ich jetzt. Das ist der einzige Grund. Aber, Porsche? Ach so, ja gut, wenn es so ist. Grad. Kannst du bitte ein bisschen privat sprechen? Die neuen Sitze einweihen. Entschuldigung, ich gehe. Ja, also im Endeffekt haben wir jetzt die Innenausstattung heute ein bisschen ausgetauscht an dem 2er Golf mit Airride und Leoparden-Tuning. Ich muss sagen, das war das erste Mal, wo ich Golf geschraubt habe. Und an so einem alten Bock macht es sogar Spaß, weil die Technik einfach super easy ist. Also hier gibt es sogar noch weniger Klipse als Schrauben in den Türen. Und jeder E36-Fahrer wird das lieben, weil man kann grundsätzlich 50er-Pack Klipse kaufen pro Türverkleidung, die man tauschen muss. Haben deine Leute richtig Bock, weil du dir auch endlich einen VW kaufst, oder? Das wird nicht passieren. Das liegt aber an anderen Gründen. Was? Was gibt's für einen Grund, ey? Was, du Auto, Alter, was es für Gründe gibt gegen den Golf? Ja. Ja, gut, hast recht, gibt's eigentlich keine. Siehst du? Ja, okay. Gut, also. Okay. Nächstes Projekt, Golf 1 Cabrio. Eigentlich haben wir alles Wichtige abgeschlossen. Du hast dich auf meinem Auto verewigt. Ich mich an deinem aber noch nicht. Ja doch, ich habe einen Clip abgerissen da an diesem kleinen Dreieck. Also das passt auch. Also wenn man jetzt Klapp ab beim Fahren, dann denken wir an dich. So. Machen wir es so. Thanks for having me here. Ja, thanks Sir. For being here, Mister. Thanks for having me, Madame Finger kaputt. Nächstes Mal ist dann der Kollege bei mir in der Werkstatt und darf sich mal einen ordentlichen Motor in einem ordentlichen Auto anhören und ey, so. Wenn der wieder läuft, dann komme ich vorbei. Dann fahre ich noch runter. Ja, mit Weihnachten ist Plan wieder zusammenzubauen. Krass. Und im Frühjahr kannst du ja dann mal mit auf die Strecke. Alter, das ist richtig geil. Lass mal machen. Aber du musst dann Windeln mitnehmen, weil wenn du so kacken musst wie jetzt, lasse ich dich nicht auf dem Beifahrer sitzen, sonst habe ich volle Schalen nachher. Loch reinschneiden. Na gut, in dem Sinne, wir sehen uns in the next Video. Das ist so ein kurzes Zwischenvideo, weil gerade andere plantechnische Sachen. Enter Explosion hier.